Hallo, liebe Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Sendung, zu der ich den Daniel Langhans eingeladen habe. Hallo, Daniel, ich grüße dich. Peter, mein Lieber, ich freue mich. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, liebe Zuschauer, der Titel Diktatur 3.0. Wie komme ich darauf? Die erste Diktatur haben wir erlebt in der Nazizeit. Die zweite war eine sozialistische, Klammer auf, es gab auch eine kapitalistische Diktatur. Die dritte, die NWO-Diktatur. Angelehnt an dieses Thema möchte ich heute sprechen mit dem Daniel über Enrico Schulze. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist die erste spektakuläre Verhandlung gewesen, wo es um das Thema Volksverhetzung geht. Alles weitere nach dem Jingle. So, liebe Zuschauer, da sind wir. Es geht, wie gesagt, in der Hauptsache um Enrico Schulz ohne E und eine Verhandlung bezüglich Volksverhetzung, die er über sich ergehen lassen musste. Und du, Daniel, warst als Besucher dieser Verhandlung zugegen und kannst uns darüber berichten. Vielleicht erstmal einen kleinen Zusammenhang. Wie kam es dazu, dass er da verhandelt werden musste, dass er vor Gericht gezerrt werden musste? Vielleicht mal als erstes den Grund, den du unseren Zuschauern erklärst. Ja, er hat von einem Hans-Jörg Schrade, der offenbar der AfD zuzuordnen ist, vor Ort in Reutlingen, einen Brief publiziert vor einiger Zeit schon. Ich denke, es bezieht sich auf das Jahr 2021 bereits, in dem dieser Herr Schrade einige Ausführungen gemacht hatte, die ich jetzt hier nicht reproduzieren kann. Jedenfalls sind es gar nicht die eigenen Ausführungen von Enrico Schulz, sondern er hat sie lediglich weitergeleitet in seinen Kanal. Und das ist ja schon das erste seltsame Ereignis an dieser ganzen Geschichte. Es geht gar nicht um seine eigenen Worte, sondern darum, dass er etwas weitergeleitet hat. Also, wenn jetzt alle Kanäle, die es gibt in allen sozialen Netzwerken dieser Welt, daraufhin überprüft werden, was denn da jeweils weitergeleitet wird, als ganz auch als fremde Meinung gekennzeichnet, dann werden die Staatsanwälte dieser Welt, erst recht nicht hier in Deutschland, überhaupt nicht mehr fertig. Also man sieht schon allein an diesem Sachverhalt, dass hier politische Verfolgung mit den Mitteln der Justiz stattfindet. Allein nur an diesem Umstand, dass es gar nicht um eine Äußerung von Enrico ging, sondern um etwas, was er nur weitergeleitet hat. Also ich habe ja in meinem Kanal, beispielsweise in Telegram, immer wieder auch diese Mitteilung stehen, dass das, was weitergeleitet wird, zur Bewertung den Zuschauern selbst überlassen ist, sich ein eigenes Urteil zu bilden und mitnichten in allen Einzelheiten oder gar in jedem einzelnen Post, der dann veröffentlicht wird von mir, auf diese Weise die Meinung des Kanalbetreibers widerspiegelt. Also das war schon der erste Punkt, der sehr seltsam war. Und Ich muss dich der nochmal, Sache nach, entschuldige, ja? Daniel, ich muss dich unterbrechen. Tut mir echt leid. Keine. Habe ich mich da jetzt verhört? Oder hast du ernsthaft gesagt, dass der Herr Enrico Schulz selber nichts diesbezüglich von sich gegeben hat, nichts gesagt hat, was eine Volksverhetzung gewesen ist? Exakt. Genau, das habe ich Entschuldige, dass jetzt ich da so ernsthaft gesagt. blöd nachfrage, aber das ist ja unfassbar. Das heißt also, in seinem Kanal, war das ein Telegram-Kanal oder? Ja. Genau. Hat sich jemand so geäußert,
Und daraufhin wurde er tangiert. Genau. Und das wollte ich jetzt rausarbeiten. Ich danke, dass du hier auch eigens nochmal eingehakt hast. Entschuldige, Das ist ja. unerhört. Das ist, ja. Ich habe selber auch einen Telegram-Kanal. Ich habe mir angewöhnt, alle 2 Tage alles zu löschen, was da ist. Ja, um dem zum Beispiel vorzubeugen, dass man mir sagen kann, du tolerierst da irgendwas. Ja, also Es es ist. ist wirklich sehr merkwürdig. Jedenfalls ging es darum, dass der beispielsweise ausgeführt hatte, dieser Herr Schrade, dass eben die Menschen damals, also während des Dritten Reiches, die rauchenden Schornsteine gesehen hätten von Auschwitz. Ich weiß nicht, ob das Wort Auschwitz gefallen ist. Und deshalb, und dabei aber stumm geblieben sein und das hingenommen hätten. Und analog zu der damaligen Zeit würden es heute Menschen hinnehmen, wenn eben schlimme Taten an Menschen begangen würden. Und er bezog das wahrscheinlich, ich weiß es nicht, im Einzelnen auf die Spritzen, die ja zu denen ja die Menschen genötigt wurden. Das war im Kern das ganze Verbrechen in Anführungsstrichen. Also so einen Hinweis, so eine Bezugnahme kann es immer wieder geben und hat es schon hunderttausendfach gegeben. Und das nun als eine, jetzt kommt der Dreischritt, als einen Vergleich zu interpretieren und diesen Vergleich als eine Gleichsetzung zu interpretieren und eine Gleichsetzung von vornherein immer und in jedem Fall zu interpretieren als eine Verharmlosung von damaligen Verbrechen an der Volksgruppe, um die es ging, das ist geradezu hanebüchen. Das macht mich gerade sprachlos, weil ich überlege gerade was ganz Verrücktes. Außer der AfD müssten ja dann alle Parteien sofort, punktum, verboten werden und vor den Kadi gezerrt werden, da sie permanent nicht nur die Mitglieder der Partei, sondern auch deren Wähler etc. als Nazis beschimpfen. Das würde ja dann auf dasselbe herauslaufen. Sehe ich das falsch? Ich sehe die Problematik an der Stelle exakt so wie du. Ich würde dann nur einen anderen Paragraphen des Strafgesetzbuches für maßgeblich erachten, nämlich den der Beleidigung und nicht den Paragraphen 130 Strafgesetzbuch der sogenannten Volksverhetzung. Denn wenn man eine Person jetzt mit diesem üblen Wort, und was gibt es für einen schlimmeren Vorwurf in Deutschland als dieses Wort, ja, belegt, dann hat man ja damit noch keine Verharmlosung der entsprechenden damaligen Verbrechen begangen. Aber vielleicht denke ich da schon viel zu differenziert, denn Richter und insbesondere aber Staatsanwälte, wo ich gerne noch unterscheiden würde, wir kommen darauf im weiteren Verlauf des Gesprächs sicher noch zu sprechen, haben sich da offenbar angewöhnt, nicht mehr zu differenzieren Ja. zwischen dem, was ein Vergleich ist und dem, was eine Gleichsetzung ist, worauf damals schon vor einigen Jahren sehr klug, feinsinnig geradezu hingewiesen hat Ralf Ludwig, der Rechtsanwalt, der gesagt hat, jeder, der sagt, man dürfe ein Verbrechen heute nicht vergleichen mit den Verbrechen an der Volksgruppe der Juden, der vergleicht ja seinerseits. Nämlich er sagt damit, dass das, was damals geschehen ist, so schlimm ist, dass es nicht gleichgesetzt werden darf. Aber einen Vergleich führt auch der durch, der sagt, man darf nicht vergleichen. So hat er das sehr Logisch, präzise auf den Punkt gebracht. also ich bin etwas sprachlos von dem, was wir da jetzt bis jetzt geredet haben. Mir fehlen gerade die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kann ja im Endeffekt, können ja alle, die mehr oder weniger kritisch auf irgendwelchen Plattformen sind, ja anhand dieses Verfahrens eigentlich ihren Kanal zumachen. Weil das Risiko ist ja bombastisch.
Ja, ich gehe zum Beispiel heute Abend schlafen. Ja, in der Nacht passieren irgendwelche Dinge in meinem Kanal. Morgen früh wache ich auf und bin schon ein Verbrecher, weil ich nicht die ganze Nacht gewacht habe, was auf diesem Kanal läuft, wer da was sagt, etc. Ja, wie soll das funktionieren? Das heißt doch, wir sind alle ausgeliefert. Alle, die in einer alternativen Möglichkeit in irgendwelchen Plattformen präsent sind, sind jetzt ausgeliefert. Sehe ich das richtig so? Mein Lieber, du siehst mich schmunzeln, weil, wie wir beide wissen, es sich um Strategie handelt. Es geht um nichts anderes als darum, die Menschen, die in der außerparlamentarischen Opposition sind, und das ist der bestmögliche Dachbegriff für die Menschen, die beispielsweise auf der Straße für Grundrechte und Menschenwürde aller Menschen in Deutschland eintreten. Es geht darum, diese außerparlamentarische Opposition einzuschüchtern. Und genau das, was hier gerade zwischen uns sich abspielt. Mensch, hast du gehört? Und der hat nur weitergeleitet. Und ja, dann dürfte man ja gar nicht mehr und pipapo und hin und her. Das ist es ja, was gerade bewirkt werden soll. Es soll bewirkt werden, dass die Menschen die Schultern hochziehen und sagen, die Augen aufreißen und sagen, jetzt darf ich aber das nicht mehr machen, denn das Risiko will ich nicht eingehen. Ich glaube, es gibt Tausende, Zehntausende von Menschen oder sogar noch viel, viel mehr, die über diesen Schritt längst hinaus sind, weil sie sagen, ich werde auch weiterhin das tun in unserem Rechtsstaat, in unserer Demokratie, was ich für eine Zeitnotwendigkeit halte, um eben die Demokratie und den Rechtsstaat, das Grundgesetz in seiner Geltung zu verteidigen. Und ich denke, Sie werden keinen Erfolg haben, auch wenn Sie solche Mittel anwenden. Auf die Dauer wird auch dieses Urteil, denke ich, was gegen den Enrico Schulz gerichtet war vom Amtsgericht Reutlingen, keinen Bestand haben. Ich gehe davon aus, ich meine auch, es so etwas von ihm wahrgenommen zu haben, dass er in die Berufung gegangen ist. Ich glaube, sein Anwalt, jetzt habe ich es, sein Anwalt ist bereits in die Berufung gegangen. Ja, das hoffen wir sehr. Kannst du uns denn mal ein wenig, lieber Daniel, über den Ablauf, die Geschehnisse in der Verhandlung berichten? Ja, mir fällt einiges gleich zu Beginn auf, wenn ich mich daran erinnere. Es ging nämlich los mit dem Plädoyer des Staatsanwalts. Und der Staatsanwalt, der hatte folgenden Ansatz. Der sprach ganz offen an, dass alle Plätze in diesem relativ kleinen Gerichtssaal besetzt seien und dass das eben ein hohes Interesse signalisiere der Menschen, also der Öffentlichkeit. Die Besucher haben ja sozusagen die Öffentlichkeit repräsentiert, dass das einerseits ja verständlich sei. Ja, nämlich es ginge um Meinungsfreiheit und die dürfe nicht unterbewertet werden, die müsse auch verteidigt werden. So etwa hat er angefangen, um die Menschen buchstäblich abzuholen. Ich bin ja Kommunikationstrainer, ich weiß ja, was es bedeutet, Menschen abzuholen. Und das war ganz offenkundig sein Bestreben. Und ich möchte hinzufügen, ich hatte in dem Moment wirklich das Gefühl, dass er ganz aufrichtig es so meint, wie er es gesagt hat. Ja, und dass dann eben es auch aufrichtig von ihm rauskam, nämlich, dass er dann angefügt hat, ja, aber es gäbe halt Grenzen der Meinungsfreiheit. Und die Grenzen der Meinungsfreiheit sind eben da erreicht, beziehungsweise überschritten, wo dann eben und Volksverhetzung und Pipapo hin und her. Also, mir fiel einfach dabei auf, dass er wirklich das Bestreben hatte, eine Art Brücke zu schlagen zu denen, die ja ganz offenkundig als kritische Beobachter sich dort im Saal versammelt hatten. Was ihm allerdings nicht gelungen ist und was auch dann der Richterin nicht gelungen ist, die Menschen, ich denke, da darf ich auch für die anderen ein Stück weit sprechen, auch wenn ich nicht mit jedem Einzelnen mich darüber austauschen konnte, die Menschen davon zu überzeugen, dass in diesem Fall der Paragraph 130 Strafgesetzbuch zu Recht Anwendung
findet und dass also insofern dieses Urteil auch ein gerechtfertigtes sei. Denn das ist es, worauf wir auch gleich noch zu sprechen kommen werden. Die Art, wie dann begründet wurde, die ist ihrerseits wieder hanebüchen und ich erwarte dazu gern deine weiteren Fragen. Vorweg erstmal eine Frage, bevor wir da weiter eintauchen. Kannst du uns mal ein paar Worte zu dem Enrico Schulz sagen, dass der Zuschauer weiß, über wen wir hier reden? Ja, es gibt ja in allen Regionen in Deutschland inzwischen Menschen, die einfach sich durch nochmal ein höheres Maß an Mut und auch Einsatzbereitschaft auszeichnen. Das kennt jeder von uns, in welchen Regionen auch immer. Das sind die, die dann eben trotzdem wieder anmelden, obwohl sie beim letzten Mal schikaniert wurden, allein durch die Auflagenbescheide, allein durch das Verhalten der Einsatzkräfte der Polizei. Ja, hört richtig, richtig hin, ihr Staatsanwälte, die ihr auch dieses Video jetzt anschaut, oder ihr Beobachter dessen, was wir hier tun. Wir wissen, es handelt sich um Schikanen und wir reden auch darüber, dass es Schikanen sind. Und dann gibt es eben Menschen wie den Enrico Schulz, die immer wieder eben weitermachen. Und dazu ist er und viele andere im Land auch bereit. Er ist also ein Name vor Ort über Monate und Jahre hinweg in Reutlingen gewesen und auch nach wie vor. Das merkte man ja, wie gesagt, auch an dem Zuspruch. Das heißt, Enrico ist ein aufrechter Demokrat, der auch persönliche Nachteile in Kauf nimmt, der sich einsetzt für die Menschenwürde und die Grundrechte aller Menschen, also nicht nur der Menschen, die auf der Straße sind. Und das kennzeichnet ihn. Darüber hinaus ist er außerdem Christ, aktiver Christ und lässt auch das immer wieder auch durchblicken, dass er seine eigentliche Motivation eben, sagen wir mal, von einer Etage weiter oben bezieht. So würde ich es mal ausdrücken. Das ist mal in kurzen Worten Enrico Schulz. Wunderbar. Kommen wir zurück zur Verhandlung. Er wurde ja wahrscheinlich vertreten durch einen Anwalt. Gab es auch Zeugenbefragungen dazu? Gab einen Zeugen, das ist ein Polizist, der Auswertung gemacht hat. Also, soweit ich verstanden hatte, zum Teil wurde sehr leise gesprochen. Ich komme jetzt gleich auf den Hauptgedanken zurück. Nur eine kurze Nebenbemerkung. Das ist das, was ich jetzt schon häufiger als Beobachter, aber auch als Betroffener in Gerichtssälen erlebt habe, dass da seltsamerweise irgendwie ein bisschen genuschelt wird ab und zu, als ob diejenigen, die da Verfahrensbeteiligte sind, irgendwas zu verbergen hätten. Der sprach relativ leise. Als Zeuge sitzt man ja dem Vorsitzenden, in dem Fall der Vorsitzenden, gegenüber und die Zuschauer dahinter, ja. Und wenn er dann nicht wirklich vernehmlich artikuliert, dann kann das schon mal sein, dass du als Beobachter gar nicht mitbekommst, was der Zeuge überhaupt ausgesagt hat. Und wenn du dann als Beobachter darauf hinweist oder mal so einen Zwischenruf machst, dann riskierst du eher, dass du einen Verweis bekommst von dem Vorsitzenden, als dass deinem Begehren stattgegeben wird, nämlich dass vernehmlich gesprochen wird. Also der sprach relativ leise. Ich tat mir wirklich schwer, obwohl ich nicht weit von ihm saß, aufzunehmen und auch mitzuschreiben. Ich schreibe da immer gerne mit bei solchen Verhandlungen. Einfach mache ich mir Notizen, was er gesagt hat. Aber das, was ich aufgenommen habe, war, dass er nicht vor Ort war bei dem, also es geht ja gar nicht um eine Verhandlung, pardon, dass er ausgewertet hat, diesen Kanal und dass er eben ja auch die Person des Enrico Schulz als, ich sag's mal mit meinen Worten, problembehaftet dargestellt hat. Er hat da entsprechende Ausdrücke verwendet, so etwa ist als Kritiker der Maßnahmen in Erscheinung getreten und so weiter. Also man merkte an der Wortwahl dieses sogenannten Zeugen, dass er ja selber auch ein Stück weit motiviert ist, möglichst das Haar in der Suppe zu finden bei einem solchen Aktivisten, was er dann eben auch erfolgreich getan habe. Und er hat dann eben seine Beobachtungen dieses Textes dargestellt. Es ging dann auch
darum, wo der Text noch weiter zu finden war, an welchen Stellen der noch aufzufinden war. Um solche Themen ging es, aber die Einzelheiten kann ich nicht reproduzieren. Ich hatte nur den Eindruck, da sitzt ein Kripo-Beamter, der einfach, ich sage es jetzt mal, sehr derb, das einzige Ziel hat, Demokraten, die für die Grundrechte eintreten, etwas am Zeug zu flicken. Ja, wenn man sich betrachtet, so eine Situation bei dem Momentum, den wir gerade haben, bezüglich der RKI-Protokolle, ja, die ja wahrscheinlich in den wichtigsten Punkten auch noch geschwärzt sind, aber auch das, was zu lesen ist, reicht im Grunde schon zu der Aussage, alles fake, alles von vorne bis hinten erlogen und erstunken. Betrogen und verdreht und sonst was. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu dem Polizeibeamten. Basiert die Anzeige denn auf seiner Arbeit oder kam die woanders her, Ja, dass er darauf angesetzt da war? bin ich jetzt nicht ganz sicher, Mhm. aber soweit ich es aufgenommen habe, wie gesagt, vieles Ja. konnte ich nicht verstehen, hatte ich schon den Eindruck, dass er auch der Auslöser für die Anzeige war. Genau, die Also kann Strafanzeige. man im Grunde davon ausgehen, dass alle Menschen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, ja, und der Wahrheitsfindung, der Wahrhaftigkeit dienen und sich mit solchen Themen beschäftigen, alle durchgeschnüffelt werden, ob man die nicht irgendwie, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, ans Bein pissen kann? Ja, lass mich dann gleich einen Gedanken dazu ergänzen. Auf der einen Seite bin ich davon überzeugt, dass das so gehandhabt wird, wie wir es dort auch dann in seinen Auswirkungen erlebt haben im Gerichtssaal. Auf der anderen Seite, ja, da kommt mir jetzt fast ein Stück weit Gänsehaut. Denke ich, dass es auch bei der Kriminalpolizei, also bei denen, die diese Beobachtungsarbeit durchführen, bei den Behörden, wie auch immer, wer da auch alles zuständig sein mag, Verfassungsschutz und wie auch immer, dass es da auch Menschen gibt, denen auch nicht ganz wohl dabei ist, was sie da für Arbeit machen. Und die dann eben vielleicht doch im einen wie im anderen Fall mal sagen, nee, das verfolge ich nicht weiter. Nee, das mache ich jetzt doch nicht. Nein, das ist mir nicht Sattel. Fest genug oder wasserdicht genug. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn man den jetzt noch weiter verfolgt. Also ich habe schon irgendwo das Gespür, dass da nicht an jedem Ort mit gleichem Maß gemessen wird, wie da vor Ort offenbar in Reutlingen gemessen wurde. Das ist nur so ein Gefühl, das ich habe, denn wir sprachen ja schon davon, wie viele Kanäle es gibt und wie viele derartige Verfahren da losgetreten werden müssten, was ja nicht der Fall ist, glücklicherweise. Und ich glaube auch nicht, dass das noch dazu kommt. Dazu ist der Status dessen, was die Menschen inzwischen über den totalitären Charakter erkannt haben, der uns hier übergestülpt werden sollte seit 4 Jahren. Und ja auch noch weitere Maßnahmen, wie jetzt, wie beispielsweise Verfolgung der nicht genehmen Beamtenschaft durch die Frau Faeser mit dieser ganzen neuen Gesetzeslage, weiter verschärft werden soll. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Nachhutgefechte sind und dass sie gegen den Willen der Bevölkerung diese totalitären Strukturen nicht werden errichten können. Die sind in der Sandwich-Position, diese Politmarionetten und ihre Knechte, die also willfährig alles ausführen. Auf der einen Seite wird der Druck gemacht von den Globalfaschisten von oben. Also das sind diese NGOs, die ja auf der ganzen Welt diese Strukturen einführen wollen. Auf der anderen Seite aber spüren sie den Gegendruck von der Bevölkerung. Und ich möchte da nur ein ganz anderes Beispiel nehmen, was aber genau hierher gehört, nämlich die Einführung der sogenannten Impfpflicht am 7. April 2022, ist ja gescheitert, wie wir beide wissen, im Deutschen Bundestag, per Abstimmung. Und wenn man mit Bundestagsabgeordneten von dieser Wahlperiode spricht, dann hört man nicht selten den Satz, es war in der Bevölkerung nicht durchsetzbar. Und genau darauf wird es hinauslaufen, ist meine Prognose. Ja.
Bei dem, was ich eben beschrieben habe, oder über das, was wir gerade reden, da gibt es ja im Moment auch ein sehr prominentes Beispiel. Ich meine jetzt, dass da vorgearbeitet wird, Menschen, die aktiv sind, in der Öffentlichkeit zu bremsen, auszubremsen. Und zwar ist es ein Fall, mit dem ich mich auch seit einiger Zeit sehr stark befasse, als Berichterstatter davon sozusagen. Das ist der Fall Dr. Rainer Füllmich. Du hast es wahrscheinlich selber auch verfolgt. Und momentan sind wir auf an einem Punkt angelangt, wo man tatsächlich davon ausgehen kann, dass dieser Mensch, Füllmich, von gewissen Kräften ganz klar ausgebremst worden ist. Und das mit sehr fadenscheinigen und sehr windigen Geschichten. Was sagst du dazu? Ja, also es ging ja ganz offenkundig in einem ganz zentralen Punkt um die Frage, war es rechtens von ihm, Geld, das zur Verfügung stand, das liquide zur Verfügung stand, in eine Immobilie zu transferieren, um es auf diese Weise vor dem Zugriff des Richtig. Staates zu schützen. Und meines Erachtens lässt sich schwer widerlegen, dass er da uneigennützig und auch im Sinne des Vereines gehandelt hat. Das ist das, was bei mir jedenfalls angekommen ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass eben durch ein Dossier, wer auch immer dieses Dossier verfasst haben mag, wann auch immer das geschrieben sein mag, ans Licht gekommen ist, offenbar, ich kann ja nur das wiedergeben, was ich auch so aufgenommen habe, dass eben schon seit 2021 versucht wurde, ja, diesen Mann mit Mitteln der Justiz zu bekämpfen, um ihn, ich glaube so wörtlich in dem Dossier, für die Übernahme eines politischen Amtes unmöglich zu machen. Ganz genau. Das ist das, was jetzt gerade ans Licht kommt. Und bis dahin, dass dann eben das der dritte Punkt, den ich jetzt erinnerlich habe aus diesem Verfahren dort in Göttingen, dass dann eben seine Widersacher, die da aufgetreten sind, ich will da jetzt keine Namen nennen, buchstäblich schon zugegeben haben, jetzt während der Verhandlung, dass sie ihn hinter Schloss und Riegel bringen wollten. Ganz genau. So, also diese drei Punkte, die weisen eigentlich schon eine Richtung, noch bevor der ganze Fall abgeschlossen ist, dass man sagt, okay, also es scheint wohl sehr viel dafür zu sprechen, dass hier wieder mal die Justiz zu politischen Zwecken missbraucht wird. Gut, kommen wir zurück zu dem Fall Enrico Schulz. Wie hast du den Richter empfunden? Ja, in dem Fall eine Richterin mit Eine. einem leichten Akzent, ich weiß nicht, irgendein osteuropäischer Akzent vielleicht. Russin oder Ukrainerin, wie auch immer. Ich hatte zu Beginn den Eindruck, dass sie wirklich auch das war, was man von einer Person, die den Vorsitz in so einer Verhandlung führt, erwarten darf, nämlich dass sie eine Unvoreingenommenheit hatte. Das war zumindest der Eindruck, der sich mir mitgeteilt hat. Und während der Pause, also vor der Urteilsverkündung, gab es ja auch Gespräche unter den Beobachtern und da habe ich mich in diesem Sinn auch geäußert, dass ich es also durchaus für möglich halte, dass es einen Freispruch geben wird, weil ich eine gewisse Lauterkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit an ihr wahrgenommen habe. Und ich würde dieses Urteil auch überhaupt nicht oder diese Bewertung gar nicht relativieren. Obwohl sie dann schuldig gesprochen hat. Warum? Weil sie tatsächlich in einer gewissen Vorstellungswelt sich bewegt. Und ich glaube, das ist der Kern des Problems, wenn es um den Paragraphen 130 geht. Dass die Rechtsauslegung Ganz genau. dieses Paragraphen immer mehr eingeengt wurde. Da muss wohl eine Rolle spielen, ein Oberlandesgerichtsurteil von Bayern, in dem ausgeführt wird,
Da gibt es so eine Wendung, drei Leitsätze habe ich in Erinnerung, ich habe die jetzt nicht auswendig, können wir ja vielleicht zugänglich machen den Zuschauern, dass da drei Leitsätze formuliert sind und die sind so formuliert, dass, ich sage es jetzt mit meinen laienhaften Worten, alles, was auch nur annähernd so gedeutet werden könnte als mögliche, also im entferntesten so gedeutet werden könnte als mögliche Verharmlosung dessen, was den Juden unter dem Nationalsozialismus an Schrecklichem, Entsetzlichem angetan wurde, dass das alles subsumiert werden soll unter diesen Straftatbestand des Paragraphen 130, der ja, worauf Uwe Kranz, der ehemalige Chef des Landeskriminalamts in Thüringen, hingewiesen hat, der ja mit der Zeit immer mehr Abschnitte bekommen hat. Wir sind jetzt inzwischen bei 8 Abschnitten. Allein die Tatsache, dass dieser Paragraph von 2 Absätzen auf 8 ausgeweitet wurde, ist doch schon wieder, ich bin kein Jurist und auch kein Rechtshistoriker, aber das ist doch schon wieder ein Hinweis darauf, dass hier mit einem Paragraphen Politik gemacht wird. Ja. Andersdenkende ausgegrenzt werden sollen. Das ist doch auch mit den Händen zu greifen. Also zurück zu der Richterin. Sie liegt einfach an der Stelle einer, wie ich finde, viel zu engen, und ich gehe noch weiter, und deshalb menschenunwürdigen Rechtsauslegung dieses Paragraphen unter. Also sie hat sich da einfach eingeordnet, sie hat das angenommen, sie nimmt das für bare Münze, was übrigens erst seit kurzem Rechtslage ist, Ja. von diesem Oberlandesgericht dann geschaffene Rechtslage, worauf auch schon in seinem Plädoyer dieser ausgezeichnete Verteidiger hingewiesen hat, der dann gesagt hat, die Gerichte haben nicht die Möglichkeit, die Rechtslage zu verändern, sondern nur der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, eine Rechtslage zu verändern. Und sie können nicht durch Auslegung von Bestehendem dann neue Straftatbestände konstruieren. Das ist nicht ihre Aufgabe und nicht ihr Recht. Darauf etwa wies der Verteidiger hin. Also es war sehr spannend. Und ich Daniel, wollte wenn, immer mal ja. auch einen Artikel schreiben über meine Beobachtungen, aber im Prinzip haben wir ja jetzt über vieles gesprochen. Daniel, das klingt für mich wie, das ist ein Paragraph oder eine Gesetzgebung im Zweifel gegen den Angeklagten. Exakt. Das ist ja der Hammer. Das ist ja wirklich erschütternd. Erschütternd. Kannst du noch ein bisschen was sagen zu der Begründung der Richterin? Zu dem Urteil. Ja, also ich versuche es jetzt zu rekonstruieren. Sie hat deutlich gemacht, dass jede Bezugnahme, das ist ein Wort, das in ihrer Urteilsbegründung vorkam, jede Bezugnahme auf die NS-Verbrechen an den Juden schon eine Verharmlosung, den Tatbestand einer Verharmlosung erfüllt. Und das ist natürlich ganz schlimm, wenn man gar nicht einen Bezug herstellen darf. Denn, wie wir ja wissen, geht es ja genau darum, dass wir eine Wiederholung von dem, was an Schrecklichem passiert ist, vermeiden. Und wenn du aber nicht mal einen Bezug herstellen darfst, glaube, darauf hatte dann auch der Staatsanwalt, nein, der Verteidiger hingewiesen, wenn du dann nicht mal einen Bezug herstellen darfst, ja, wie sollst du dann den Anfängen überhaupt wehren können? Also, das ist das, was ich aus der Urteilsbegründung in Erinnerung habe. Gut. Das Urteil selber, wie lautete das? Ist er da jetzt, gibt es dann irgendein Strafmaß Bekanntgabe schon oder? Tagessätze, genau, es ging um Tagessätze. Ich glaube, am Ende waren es dann 50 Tagessätze à 30 Euro, das so etwa. Und damit blieb dann
Richterin gnädigerweise unter dem Strafmaß dessen, was vorab im Strafbefehl stand oder was der Staatsanwalt. Staatsanwalt gefordert hatte. Das ist ja relativ üblich in solchen Fällen, aber es ist halt ein Schuldspruch und ein Schuldspruch, der ungerechtfertigt ist, ist ein unrechter Schuldspruch und bedarf der Korrektur durch die nächsthöhere Instanz und darauf hoffen wir. Genau. Wirst du auch zu dieser nächsten Verhandlung, die dann in der nächsten Instanz stattfinden wird, auch dabei sein? Wenn es mir die Zeit erlaubt, werde ich es gerne tun, denn einmal liegt mir der Enrico am Herzen, aber zum Zweiten ist ja das Thema selber auch sehr, sehr virulent, übrigens auch für meine eigene Situation. Wir sprachen ja schon mal kurz darüber, dass auch ich einen analogen Prozess erleben musste und völlig überrascht dann aus dem Gerichtssaal ging, dass tatsächlich der Richter in Ravensburg war, das am 12. Dezember letzten Jahres auch für schuldig, mich schuldig gesprochen hatte. Und noch im Gerichtssaal habe ich dann Berufung eingelegt in mündlicher Form, die natürlich erst dann Gültigkeit hat, wenn sie in schriftlicher Form vorliegt, sodass ich davon ausgehe, dass wir das Ganze sanieren werden in der nächsten Instanz. Dann habe ich einen sehr qualifizierten Verteidiger, der das Ganze mit mir dann ja ausfechten wird, zusammen mit mir. Und ja, darauf freue ich mich auch. Und allein deshalb auch, weil es mich ja selber betrifft mit diesem Thema. Deshalb werde ich, wenn der Termin für den Enne feststeht, dann gerne dort vor Ort sein. Und um deiner Frage zuvorzukommen, warum werde ich da entsprechend beschuldigt oder bin schon entsprechend verurteilt worden von einem Amtsgericht, weil ich eine Aussage gemacht habe in Ravensburg am 15. Januar 2022, die dann auch wieder in dieser sehr, 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 sehr extensiven Weise, wie man mit diesem Paragraphen 130 umgeht, missinterpretiert wurde als eine Verharmlosung der Verbrechen, die ich aus tiefstem Herzen verabscheue. Das sage ich nicht nur jetzt, sondern habe ich auch vor Ort ja schon gesagt. Also da wundert man sich manchmal wirklich. Lass mich den Satz noch anfügen. Da sagst du dann vor Ort, dass das entsetzliche Verbrechen waren. Und dann nehmen Sie irgendeinen anderen Satz oder zwei andere Sätze raus aus dem, was du gesagt hast, und werfen dir dann vor, anhand der anderen Sätze, du hättest verharmlost. Also tickt ihr noch ganz richtig, ihr Staatsanwälte? Ja, es ist unfassbar. Auch das, was es in den Menschen auslöst, zum Beispiel bleiben wir bei uns, was löst es gerade in mir aus? Muss ich jetzt die Anmoderation eventuell nochmal überdenken? Ich weiß, was du meinst, aber wir sind doch unerschrocken, mein Lieber. Ja, Ganz wir genau. lassen uns doch nicht Angst einflößen, sondern bei uns haben sie doch auf Granit gebissen. Wir sind die alten Germanen, wir haben nur vor einem Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt und sonst gar nichts. Dann, sehr gut. Lieber Daniel, hast du noch an unsere Zuschauer ein Wort? In Verlängerung dessen, was wir gerade jetzt zuletzt besprochen haben, weitermachen. Ja, und einfach die Aufgaben, die Herausforderungen annehmen, sich nicht zurückziehen und sagen, ja, das hört man ja immer wieder in unseren Kreisen der Demokraten, ach, solange die anderen nicht aufwachen, werde ich mich auch nicht mehr engagieren, ich habe jetzt 3 Jahre genug und pipapo und solange die anderen nicht und hin und her. Also dieses Abwälzen auf die anderen, das versperrt einem selber auch mental die Wege, die wir jetzt überall geöffnet bekommen. Ja, lass mich zum Abschluss nochmal dieses Beispiel zitieren, das ich schon so häufig erzählt habe, auch Gerne. bei Demos jetzt in letzter Zeit. Der 80-jährige Freund, mit dem ich mich nie, nie einigen konnte in Sachen Corona, in Sachen dieser ganzen Maßnahmen, der immer auf der Mainstream-Linie war. Und dann kam der Augenblick mit den RKI-Protokollen und ich habe ihn da Substanzielles dazu weitergeleitet, per SMS übrigens nur, weil er nicht ja, den gleichen Messenger-Dienst nutzt wie ich. Und dann kommt doch von ihm folgende Nachricht. Ja, dann hast du dich offenbar für die richtige Seite entschieden. Und man merkte, dass es nicht ironisch gemeint war, an den beiden nächsten Sätzen. Ja, aber was steckt denn dahinter?
Denn wenn da nichts dahinter steckt, dann macht das ja alles gar keinen Sinn. Ja. Genial, oder? Das heißt, Ja. jetzt kommen bei Ihnen die Fragen. Und genau das sind unsere Chancen im Moment, liebe Ganz genau. Zuschauer, dass wir die Menschen in unserem Umfeld durch geschickte Fragen dahin bringen, dass sie ihrerseits jetzt Fragen stellen. Ich glaube, es wird jetzt ein tolles Jahr, das wir noch weiterhin vor uns haben. Lieber Daniel, da muss ich auch sagen, ich bin da auch sehr optimistisch. Ich beobachte das auch in meinem Umfeld. Natürlich gibt es immer noch Szenen, wo ich auch, da fällt mir einfach der Mund auf. Ich war neulich beim Friseur und dann will der mir ernsthaft erklären, dass er ja konsequent die ganze Zeit, seit 3 Jahren die Maske getragen hat und auch seine Kunden. Und er weiß ja gar nicht, wie vielen Menschen er damit das Leben gerettet hat. Ich war so sprachlos. Ich bin ja eigentlich, ich kann sehr gut kontern. Mir rutscht auch schnell mal ein guter Witz raus. Aber da ist mir leider nichts eingefallen. Da ist mir einfach nichts eingefallen. Ich bin dann einfach still geblieben, bin etwas in mich gegangen und habe ihn einfach machen lassen. Der Schnitt ist übrigens ganz super geworden. Da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Aber ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit mal mit ihm ein Gespräch diesbezüglich haben. Ja, es muss der richtige Zeitpunkt natürlich sein, Ganz ne? Und genau. dann Wenn er gerade die Rasierklinge im Nacken hat, dann sollte man das. Sollte man da vielleicht vorsichtig sein? Nein, er ist im Grunde ein ganz, ganz lieber Mensch. Ich weiß noch, als ich 15 war, habe ich bei seinem Papa in dem Friseurladen mein, wie nennt man das, was man in der letzten Schulklasse macht, dieses Probearbeiten gemacht. Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und da sind auch viele Erinnerungen von uns beiden hochgekommen, als wir Kinder waren und da miteinander gespielt haben und so weiter und so weiter. Ich bin ihm da auch gar nicht böse. Ich kann den Menschen nicht böse sein. Das ist nicht meine Art. Das ist vielleicht die Art der anderen Seite, böse zu sein. Ich bin genauso wie du in guter Hoffnung für dieses Jahr. Bei dem, was jetzt schon alles auf dem Tisch liegt, kann das eigentlich nur besser werden. genau. In diesem Sinne, Daniel, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, bei mir zu Gast zu sein. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich für euer Interesse. Der Daniel hat, glaube ich, auch eine Internetseite, ne? Bei YouTube. Ja, das ist eine Business-Seite, also für mein Geschäft, das Genau. ich betreibe, Die werde ich Coaching. verlinken und wir werden euch natürlich nicht nur über den, ach Gott, wie hieß er jetzt, Enrico Schulz auf dem Laufenden halten, sondern auch, sobald das Verfahren gegen Dr. Daniel Langhans läuft, auch da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank nochmal für euer Interesse und einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss, Daniel. Das Video hat dir gefallen? Kommentieren, abonnieren, liken. Danke.